Lass meine Frau in Ruhe, verdammt! Du solltest besser verschwinden, bevor du irgendwas Dummes tust. Du Hurensohn! Tu ihm nicht weh! Was macht er denn? Okay, das ist irgendwie... Was? Oh! Scheiße, dich hat's richtig hingehauen. Meine lieben Zugucker, herzlich willkommen wieder zurück zu Fallout 4, Part Nummer 310. Ja, ich habe mir gedacht, wir werden jetzt wirklich diesen Part noch einmal verwenden, um einfach, ja, Diamond City nochmal kennenzulernen. Einfach, weil wir haben uns schon hier ein bisschen Zeit gelassen, definitiv, aber ich möchte hier einfach nochmal ein bisschen rumgehen, gucken, ob ich nicht irgendetwas verpasst habe. Und vor allem da oben würde ich gerne mal rein in diesen Schornstein. Das ist doch möglich, gell? Ja, mit einer Powerrüstung ist das definitiv möglich. Sollten wir uns mal merken. Hier in Diamond City bist du sicher vor den Sins. Na? Oh, warte mal, waren wir hier eigentlich schon mal drin? Kolonie? Jetzt mal, ohne Scheiß, waren wir da schon mal drin? Was ist hier? Wohnhaus der Code? Okay, da waren wir auch noch nicht drin. Es ruckelt auf jeden Fall ein bisschen, aber ich hole mal den billigen Schwarzgebrannt. Okay. Damit Sir etwas zu trinken bekommt, das ihm mehr gefällt. Okay. Gibt es ein Problem? Gar kein Problem. Meine Programmierung schreibt mir vor, dass ich jeden Gast in der kolonialen Kneipe bedienen muss. Selbst okay. die hier ganz offensichtlich nichts zu suchen haben. Digga, was soll das? Nur damit sie es wissen. Meine Sensoren haben festgestellt, dass sie eindeutig zu wenig Klasse für dieses Etablissement besitzen. Willst du mich verarschen, Diggi? Ich habe ein paar Minuten, Omida. Genosse Depp. Sag mir, was hast du... Digga, komm halt's Maul. Hier, du kannst bestimmt hier... Guck mal, Molotow-Cocktail, Kyromine. Kleiner Sack. Also der... was ein Penner? Hier... Abgehärtete Gamma-Kanone, ganz ehrlich, kann ich nicht verkaufen, weil die zu leicht, also. Ach, Scheibenkleister, was kann ich dir denn mal geben? Komm, du kriegst das Instant-Püree, Gummibonbons, gegrillter bleibt, Köderkeule, das kriegst du, das kriegst du, Mentats bleibt, das kriegst du, das kriegst du, das auch. So, Stealth-Boy, hier komm, einfach weil, verstrahltes Blut bleibt, weil das ist ganz praktisch. Gib mir den Scheiß, du Drecksack. Pff, Alter. Hey, kein... Oh. Ich habe ja nichts dagegen, dass Fremde nach hier oben kommen, aber musst du unbedingt mit mir sprechen? Ja, tatsächlich. Du gehörst in den unteren Abschnitt der Stadt. Digga! Er ist passender für Leute ohne Ehrgeiz. Du kleiner Sack, was hast du denn einstecken überhaupt? Schlüssel des... Oh, guck mal einer an. Weißt du was? Ich speichere einfach mal kurz... Boah, das ruckelt hier gerade wirklich so ein bisschen, gell? So, komm her. Geht doch. Warum schleichen, Mensch? Einfach hauen und nehmen. Nein, das machen wir nicht. Wir gehen hier mal. Können wir hier? Ich versteckt. Hey, Moment, ich habe doch hier das aufgeschlossen. Das ist doch Codeman, oder nicht? Bitte. Sagen Sie mir, dass Sie nichts zu trinken haben wollen. Bitte. Ja, gehen wir nicht auf den Sack. Wir gehen mal hier in die Kneipe, komm. Ich habe wirklich gedacht, ich hätte jetzt den Schlüssel für die... Für, hoppala. Blöd gelaufen, du. Gehen wir. Mach mal langsam. Ich glaube, sie will noch nicht gehen. Oh, geil. Das ist eine Sache zwischen mir und meiner Frau. Warum kümmerst du dich nicht einmal nur um deinen eigenen Scheiß? Ey. Meine Güte, Paul, du musst immer gleich eine Szene machen. Gib mir noch einen Drink, Henry. Geht doch. Verdammt, Darcy. Ich will einfach, dass du nach Hause kommst. Ich komme doch heim. Später. Ich kann nicht glauben, dass du mir das antust, Cook. Dir was antun, Paul? Du selbstgefälliger Bastard. Lass meine Frau in Ruhe, verdammt. Du solltest besser verschwinden, bevor du irgendwas Dummes tust. Du Hurensohn. Tu ihm nicht weh. Was macht er denn? Okay, das ist irgendwie... was? Oh! Scheiße, dich hat's richtig hingehauen. Raus hier. Ich werde zu Hause sein, Darcy. Und mich um unseren Sohn. Oh nein.
Oh, kann ich bitte reden? Nein! Armer Kerl. Oh nein, der Arme. Was war denn hier los? Tut mir leid, dass du das mit ansehen musstest. Meistens ist es hier viel ruhiger. Okay. Der perfekte Ort für einen entspannenden Drink, wenn du das nötige Geld dafür hast. Aber was war denn hier los? Worum ging's bei dem Streit? Ach, nicht viel. Weißt du, Darcy hier entspannt gerne mal und genießt das Leben. Ihr Mann Paul tut das nicht. Okay. Er ist kein schlechter Typ, nur etwas verklemmt. Zu blöd, dass er nicht weiß, wie man sich entspannt, Darcy? Halt die Klappe, ich bin nicht hier, um über Paul zu reden. Du da, dich habe ich hier noch nicht gesehen. Warum machst du dich nicht mal nützlich und gibst mir einen Drink aus oder so? Okay. Ich würde ja gern, dass es weitergeht. Also ich würde halt gern... Weiß nicht. Kommst du oft hierher? So oft ich kann. Henry hat immer ein offenes Ohr für meine Probleme. Ist sogar Probleme? Geschminkt, was geht? Was weißt du denn schon davon? Also, willst du was bestellen? Das hier ist dein Laden? Ganz richtig. Besitzer, Barkeeper, guter Zuhörer. Ich versuche hier eine Oase zu schaffen, in der man die Entbehrungen des Alltags vergisst. Ich heiße übrigens Cook. Henry Cook. Okay, hi Cook. Lass mich wissen, wenn du was brauchst. Ja, hast du Job? Einen Job? Ja, gut. Sag mal, was du so hast. Hier ist unser Angebot. Okay, dann, was hast du so Schönes? Nur Nuka-Cola Quantum, geil. Das wäre halt ganz nice gewesen. Aber, nee. So, gibt's hier eine Quest? Du bist am einzigen Ort, den es sich hier zu besuchen lohnt. Toll, ich habe gehofft, dass es eine Quest gibt. Ist das nicht wunderbar, hier oben in den Stands zu sitzen? Danach wird man regelrecht süchtig. Ist das so? Okay. Schade, ich habe wirklich Oh Gott, hier sieht's alle so komisch aus. Moin. Hi. Hast du dich verlaufen? Aber warum sind das denn so scheiß Snobs? Was sind hier los? Hey. Oh, hallo. Es ist schön, hier oben in den Stands mal junge Leute zu sehen. Wir sind hier alle so, nun ja, alt. ein wenig Moinsen. Du bist einfach hier hoch in die Stands marschiert, was? Gefällt mir irgendwie. Ja, was soll ich denn sonst gemacht haben, Digi? Hä? Strong, du stehst echt oft in der Birne. Komm, geh weg. Geh weg. Entschuldigung. Oh, hallo. Wieder jemand Armes und Dummes aus Diamond City hier, um sich jetzt ein paar Reste vom Tisch zu erbetteln? Arm und dumm? Ich bettle nicht, du alte arrogante Hexe. Okay, dann tu eben so, als wärst du jemand Wichtiges. Alter, das what the fuck? Das hier langweilt mich. Warum verschwindest du nicht einfach? Okay. Dann käme ich ja nicht mehr in den Genuss deiner wundervollen Gesellschaft. Mach, was du willst. Ich bin fertig mit dir. Ach, ist das so? Ich aber nicht mit dir. Strong hat das gefallen. Hi, Mrs. Cotman. Jetzt hau ab. Husch. Du kleine... Was hast du zu bieten? Wunders der Cotmans. Das sieht gut aus. Cotman hört sich gut an. Was ist mit dir? Schlüssel Wunders Cotmans. Okay, wunderbar. Dann lass uns doch mal ganz kurz speichern und dann gucken wir mal, was... Hier ist ja... Oh, eine Kassette. Ich habe eine große Auswahl. Kann ich das... Brau Subroutine, okay. Komm, dann gib mir mal deinen Scheißschlüssel. Ah, geil, das hat funktioniert. Wunderbar. Dann... Kann ich hier sitzen und warten? Jetzt mal ehrlich, kann ich hier sitzen und warten, dass der sich irgendwie verpisst? Komm, warten wir mal ein bisschen in die Nacht hinein, oder? Na komm. Na gut, bei einer Kneipe bis nachts. Alter, wie lange bleibt die denn da? Na guck mal, die sind alle weg. Scheiße, die ist ja immer noch da. Was geht? Willst du ein Bier oder brauchst du was Stärkeres? Ich brauch nichts. Hier solltest du herkommen. Jeder, der etwas auf sich hält, nimmt hier gern ein paar Drinks zu sich. Kann ich das jetzt nehmen, oder? Guter Mensch. Okay. Was geht hier? Jeder versucht... Okay. Okay. Nehmen, was brauchen. Hat das, war das jetzt... Ach, guck mal, die geht jetzt heim, oder was? Jetzt geht's los. Ach, scheiße. Ja, okay. Ich habe ja zum Glück, gespeichert. Ich will ja jetzt nicht, dass das irgendwie, keine Ahnung, Probleme gibt. Nee. Aber wenn wir Glück haben, geht die eine jetzt gleich zurück. Dann können wir da folgen und dann können wir mal mit der vielleicht ein bisschen quatschen. Vielleicht gibt es ja wirklich noch eine Quest. Das ist super spannend. Einfach da jemanden, weiß nicht,
verfolgen und dann hast du es leer. Oder war das jetzt einfach nur getriggert, weil ich das Ding aufgesammelt habe? Du siehst aus wie ein Mann, der noch einen Drink vertragen könnte. Nee, eigentlich nicht. Die will nicht heim. Okay. Nee, ich will von dem nichts. Schade. Vielleicht später. In Ordnung. Ja, okay, die will echt nicht gehen. Die will hier einfach nur sitzen und trinken und... Das ist krass. Also ich muss wirklich sagen, mit dem Monitor, das ist so scharf. Also scharf im Sinne von wirklich scharf. Ja, das Bild, richtig geil. Dann gehen wir doch einfach mal eins hoch. Warte. Können wir hier einfach rein? Jetzt mal ehrlich, können wir hier nicht einfach rein? Doch, könnten wir rein. Dann gehen wir doch da mal hin. Komm. Ich habe jetzt zwischengespeichert, ne? Ja, das hat hoffentlich funktioniert. Okay, dann gucken wir mal. Okay. Ah, hier waren wir doch schon mal. Hey. Strong Caputo. Bitte nicht. Alle Dicker! Strong sein Sieger. Was zum Fick, Junge? Junge, das kannst du nicht machen. Oh Gott, es tut mir leid. Wirklich, es tut mir so krass leid. Das war gar nicht böse von ihm. Strong, was soll das? Oh Gott, es tut mir so leid. Meine Güte, komm. Alter. Hey, hallo. Hallo. Wir wollen dir nichts Böses. Mensch, mehr mit Strong kämpfen müssen. Okay, das ist scheiße. Team. Nein, das ist nicht gut. Sind wir schon reingegangen? Nee, es war kurz davor. Alter, wir können da definitiv nicht rein. Boah, nee, Strong, was war das? Der ist wirklich einfach so. Der ist skrupellos. Der haut da einfach zu, was geht. Gut. Toll. Strong, das hätte es jetzt von Piper nicht gegeben. Piper. Doch, sie geht heim. Oh, praktisch. Okay, dann verfolgen wir das. Pass auf, wo du hingehst. Ist kein Problem. Ich hab dich im Auge. Ja, mach das ruhig. Ist kein Ding. Deswegen ist hier auch Sicherheit. Okay, komm. Dann können wir doch... Jetzt ist die Frage, wie weit läufst du? Ich brauche halt einfach Scheiße ewig, gell? Aber ich würde gerne wissen... Warte mal, wie heißt sie denn? Pembroke. Das kann ja wohl eigentlich nur hier hinten irgend so ein Gebäude sein, ne? Boah, wie langsam die läuft, dass sie nicht im Zickzack oder so noch läuft, ja? So, wo gehst du hin? Du gehst da rein, oder was? Ich finde das halt irgendwie cool, dass jeder NPC so ein bisschen seinen eigenen Tagesablauf hat. Okay, ich baue nie einen Scheiß. Was ist da eigentlich da oben? Da müssen wir auch gleich nochmal hin. Nachdem wir ihr gefolgt sind. Muss jetzt nach links oder wo? Security, da wollen wir nicht hin. So, Pembroke. Könnte das hier irgendwo... Detective... Ist das hier? Nee, das ist die Schule. Da waren wir aber auch schon mal drin, gell? Pembrokes, da! Okay. Sollten wir uns mal merken. Pembrokes. Da gehst du jetzt wieder rein. Okay, gibt's hier oben noch... Nee. Okay, die ist da auf jeden Fall reingegangen. Das ist aber kein Problem. Gut, dann gehen wir doch mal da oben hin. Wie muss das... Jetzt mal ehrlich, wie muss das denn eigentlich sein, wenn du... Die ganze Welt ist abgefuckt und du baust sie hier einfach so eine neue Stadt. Und dann hast du da wirklich... Du bist ziemlich dicke mit dieser wie können denn so Leute an Kronkorken eigentlich ankommen? Jetzt mal wirklich. Mit ihr auf Kriegsfuß. Das ist ein Wohnhaus. Das sind Wohnhäuser hier, oder was? Okay. Das heißt... Tatsächlich Cox. Cox, das ist der Wirt! So, und dann haben wir hier... Komm, dann gehen wir doch mal rein. Gucken mal. Das ist ja praktisch. Cool. Gucken wir mal, ob der Boy da drin ist. Und ob er auf... Ach, scheiße. Ich bin irgendwas feindselig, gell? Shit. Hi! Na, ihr? Ah, scheiße. Digga, was machst denn du da? Ja, bitte. So, du. Ab, 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 ab. Nein, du bleibst hier, Junge. Den habe ich zerfetzt. So, was ist mit dir? Lebst du noch, ja? Du lebst noch. Okay,
Okay, den könnten wir platt machen, aber ich will hier niemanden. Hier ist ein Schiff. Warum ist hier. Wieso ist hier ein Schiffboot? Was gibt's hier unten? Tatsächlich unten. Ach, das war. Oh Gott, das war. Das war Malcolm. Das war der. Ja. Okay. Strong, alles okay, oder? Wo du hin? Was? Oh, ich glaube, das wäre ein Questgeber. Kann das sein? Jetzt mal ehrlich, kann das sein, dass das ein Questgeber ist? Nicht können rennen. Komm her. Verletzt. Nee, den kann ich nicht platt machen. Haben Kampf gewollt. Ja, tatsächlich. Heute kein Blut. Den könnten wir gar nicht platt machen, lustig. Okay, das ist ein. Das ist halt einfach ein unbesiegbarer NPC. Also entweder hat er halt wirklich eine Quest für uns. Okay, das ist jetzt, ich lade hier zu viel, wirklich. Können hier einfach nicht rein. Aber es ist auch mal interessant, das irgendwie so zu sehen. Also irgendwie ist das cool. Also, habe ich auch nicht mitgerechnet. Also Sachen gibt's voll und überrascht mich immer wieder so ein bisschen. Aber jetzt, ja. Ich dachte, da oben wäre halt auch noch ein bisschen mehr, aber immer noch nichts. Na gut, dann gehen wir da jetzt. Aber der dürfte doch gar nicht da sein, ne? Der müsste doch eigentlich weg sein. Weil der ist ja noch in der Bar. Komm, dann gucken wir mal. Na also, geht doch. Cool. So, dann gehen wir rein und, wenn der jetzt da ist. Mit Fummeln auf. Hauen kaputt. Du bist hier nicht erwünscht. Das ist Terra, bla bla. Ist hier jemand? Nein. Alter, guck dir das an. Hier ist sau viel Nuka-Cola. Also Quantum meine ich. Das ist ja geil. Schade, ich dachte, hier wäre ein Comic. Aber hier gibt's. Also ich muss mal gucken, ob es hier. Gibt es hier irgendwas Interessantes noch? So Comics? Nee, da hat hier einfach nur so viel Jet. Warum hat der. Alter Dicker, was hat der denn? Psycho Jet? Guck. Ich glaube, du hast ein Problem. Kann das sein? Hier ist einfach Kalibermunition. Was? Raider? Ist das Typ ein Raider? Okay, auch interessant. Aber ich will, wie gesagt, jetzt nicht, dass er auf mich sauer ist. Dann gehen wir wieder raus. Haben uns das ja mal kurz angeguckt. Mann. Also die sind schon irgendwie ein bisschen... Was für viele Bewohner des Commonwealth ist das Institut... Ist das Institut der Boomern, der sich im Schatten versteckt und jederzeit zuschlagen kann. Ja, tatsächlich, zuschlagen könnte er. Machen wir aber nicht. Oder haben doch. Na, egal. So. Ja, jetzt ist die Frage... Guck mal, da oben... Ich muss mir meine Power-Rüstung holen, dann werden wir da auf jeden Fall mal hochgehen. Hi, Strong. Die Mauer strahlt so grün wie an dem Tag, als was ist denn hier mit dem Bürgermeister? Was ist das für ein Knopf? Aufzugsknopf. Aufzug ist schon da. Ja, danke. Dann gehen wir doch mal hoch zu dem. Hat er uns irgendwas mitzuteilen? Gibt's hier eigentlich auf dieser Tribüne irgendwas? Habe ich noch nie gesehen, noch nie geguckt. Ist mir ehrlich. Das ist auch was, das könnten wir mal checken, tatsächlich. Das könnten wir wirklich mal checken. Da kommt man doch einfach hin, oder? Na, wird schwierig. So, was ist das? Ach so, das ist der Aufzug. Stimmt, das ist der Aufzug, der... Wieso bin ich immer nachts hier? Jedes Mal, wenn ich hier bin, bin ich nachts da. Jetzt mal ohne Scheiß. Warum? So, an dem Rechner waren wir ja schon, gell? Ja, ja. McDonough. So, was ist... Ah ja, hier, guck mal. Das ist... Ja, da kommen wir nicht durch. Was haben wir hier? Hi. Ah, das ist Geneva oder Geneva, je nachdem. Hier ich ist habe zu viel zu tun, um jetzt zu reden. Ich Ach, bin ist das so? Der Bürgermeister. Was hast denn du eigentlich zum... Was kann ich denn hier mopsen? Kelloggs Hausschlüssel. Stimmt, der hatte Kelloggs Hausschlüssel. Sieht gut aus. Okay, aber sonst... Digga, warum hast du hier einfach fucking drei Telefone? Hier ist... Ah. Auch sonst, ja gut, das ist hier Giddy Cup. Löwe. Einfach ein fucking Löwe, gell. So, war hier, ach guck. Aber ansonsten hier war auch nichts, ne? Nö. Schade eigentlich. Hi. Keine Sorge, hier in Diamond City bist du sicher vor den Sins. Ja, ja, mit Sicherheit. Ja, gut. da kommen wir nicht rüber, ne?
Na gut, hätten wir die Powerrüstung, hätten wir rüberfliegen können. Fuck. Okay, blöd. Hoppala. Also ich hatte eigentlich gedacht, dass ich diesen Sturz schon mal überlebe, weil jetzt auch nicht so hoch, come on. Ja, da sind wir wieder. Okay, ich habe jetzt einfach nur neu geladen. Also was heißt neu geladen? Glück gehabt. Guck mal, eine Polly. Aha, guck mal. Kannst du einfach einsteigen von oben oder was? Und das ist Pollys Haus. Okay, cool. Es ist halt irgendwie immer Nacht hier, wenn ich da eingehe. So, was haben wir hier? Die Zukunft fürchten. Das haben wir aber schon gelesen, ne? Die Zukunft fürchten von Paper Wright. Wir alle sind hier schon erlegen. Irgendwann einmal. Ganz gleich, wie tapfer oder stark wir sind, die Bewohner des Commonwealth kennen die Angst. Warte mal, das kennen wir doch eigentlich schon, oder? Ja, ich nehme es einfach mal mit. Ja. Oh. Ah. Hä? Moment. Ah. Ah, alles klar. Okay. Gut. Meine lieben Zugucker, ich muss wirklich mal... Ich befürchte, ich müsste mal googeln, ob ich hier irgendwo noch eine Quest finde. Oh, guck mal einer an. Hier, safe. Vorkriegsgeld. Brauchen wir alles nicht. Ja, ich muss hier wirklich mal googeln, ob wir hier irgendwas nochmal finden. Aber ich werde etwas finden, meine lieben Zugucker. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns im nächsten Part. Bis dann, haut rein und ciao.